wieder live vor Gang. Ich hoffe, die Technik funktioniert wohl besser als so das eine oder andere Mal in letzter Zeit. Ja, gucken wir einfach mal, was hier so los ist auf Platz, auf den Großflächen in Neumünster. Also in diesem Sinne, lass uns mal eine Runde gehen. Bleibt dran, es geht um. Ja. Aber was haben wir hier? Stimmausbruch aus dem Felsen. Niedersachsen hier am Start in Schleswig-Holstein. Soll uns recht sein. Schlucken hier, ein bisschen was zu futtern, zu naschen. Das ist gut. Ja, hier oben der Schriftzug über der Kasse, der ist ja auch neu. Den hat er zumindest noch nicht sehr lange, so viel weiß ich. Ja, da ist einiges passiert in der letzten Zeit. So, wenn ich mir die Wolken da oben angucke, naja, schauen wir mal. Ne? Schauen wir mal, wie gut, ja, lange das noch gut geht hier. Eis gibt es hier auch reichlich auf dem Platz dieses Mal. Da sind echt relativ viele, ja, eisverarbeitende Betriebe. So, hier haben wir mal wieder einen Scheibenwischer, den Ecstasy von Familie Ernst aus Leer. Und wenn ich an Familie Ernst aus Leer denke, dann denke ich persönlich immer an Discofieber, genau, den Halligalli. Ja. Ja, wo war ich? Genau, ich war beim Halligalli von Ernst. Den haben sie getauscht gegen den Scheibenwischer. Das mag aus wirtschaftlicher Hinsicht ja gerechtfertigt sein. Gleichwohl finde ich es persönlich ausgesprochen schade. Und zwar, ein Scheibenwischer ist für mich immer so, ja, ich kann damit nicht so viel anfangen. Und ich erkläre auch mal warum. Wenn ich den Bewegungsablauf des Scheibenwischers mal mir angucke, dann vergleiche ich den immer. Es mag daran liegen, dass ich einfach zu alt bin. Da vergleiche ich den immer mit einem Huss Rainbow. Ja, diese ausladende Bewegung, dieses, naja, was der halt so, ne, Huss Rainbow sagt sicherlich jedem was. Und naja, wenn man das dann so eben vergleicht, dann ist das halt alles ein bisschen dünn. Das ist natürlich Geschmackssache. Also es macht bestimmt viel Spaß und sei ja jedem gegönnt, ganz klar. Ja, schöner, gemütlicher Platz lese ich hier gerade im Chat. Ja, das ist auch mein Eindruck aktuell, ganz klar. Ja, hier Familie Rühmann mit der nächsten
eiskalten Gelegenheit. Ja, der Himmel bleibt trocken, lese ich hier gerade. Na gut, dann gehen wir da mal von aus. Noch sieht es ja auch wirklich sehr, sehr gut aus, man darf mal sagen. So, hier haben wir einen schönen kleinen Kindertwister, der sieht auch sehr, sehr gut aus. Dem so, genau. Auf dem Dom sind auch gerade dunkle Wolken, ja. Ja, wie gesagt, auf dem Dom, vom Dom kommt dann der nächste Livestream auf jeden Fall. Da werde ich dann nochmal ein bisschen in Ruhe wirklich rumgehen, mal wirklich einen ausführlichen Stream machen, alles mal zeigen und die Highlights dann eben auf YouTube. Schon angekündigt. Nee, habe ich noch gar nicht angekündigt. Das Video kommt ja erst, wo ich das ankündige. Ja, hier schön in der Neumünster Innenstadt hier gelegen auf den Großflächen. Ja, dann kommen wir hier, sehen wir schon den Breakdance von Fehlauer. Der leider, das werden wir gleich sehen, wenn wir einmal auf die andere Seite gehen. Der Kindertwister von Stummer, ich glaube nein, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Hab jetzt auch gerade kein Ride-Index zur Hand, um zu gucken, aber ich bin der Meinung nein. Irgendwo drängt sich das auf der einen Seite auf, wegen dem Polyp hinten, dass das Stummer sein könnte, aber ich glaube nein. Müsste man noch mal gucken, also weiß ich gerade nicht. So, wo waren wir? Wir waren beim Break. Der hat halt die Besonderheit, sehen wir gleich, wenn wir von einer Seite kommen. Der konnte hier nicht richtig aufbauen. Da standen die Bäume im Weg, da fehlt die Rückwand. Das ist so. Bisschen schade natürlich für die Optik, aber nützt ja nichts, die können ja die Bäume deswegen nicht abreißen. Stummer hat einen Würfel drauf, okay. Ja, interessante Frage. Ich kann es gerade nicht nachgucken, also. So, das war der letzte Aufruf. Wir gehen jetzt wieder mit dem Wellenkampf. Dann kommen wir zum Scooter von Fock mit dem, ja, historischen Kassenwagen. Der sieht ja sehr, sehr gut aus, den will ich auch gleich nochmal aus der Nähe zeigen. Fock ist ja sowieso, ich sag mal, kaum einer steht mehr für, also neben Fehlauer, für schleswig-holsteinische Kirmestraditionen. Ja, guckt euch mal den Kassenwagen an, das sieht man selten heutzutage. Können wir auch gleich noch von der Seite gucken. Schöner alter Kassenwagen. Sehr, sehr gut aus. Ja, dann haben wir hier noch zwei Kinderfahrgeschäfte hier an etwas. Sehr historisches Modell, ein bisschen was älter. Klassisch Babyflug. Ja. Gehen wir nochmal in Ruhe zurück. Ja, übersichtlich. Kein riesen Graumplatz, aber wie gesagt, alles da.
So, jetzt muss ich mal eben zügig gehen. Hier ist Autoverkehr eben noch nebenbei, weil hier unmittelbar so ein Parkhaus ist. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also, die Information, ob das jetzt der stumme Kindertwister ist, die liefere ich auf YouTube nach, da, wenn das Video, wenn ich das hochlade, da schreibe ich das unter das Video, da kann man dann nochmal gucken, ich mache mich kundig. Das heißt, wir könnten ja eigentlich mal rumgehen, können wir ja ein bisschen am Kennzeichen festmachen, ne? Guck mal, der hat doch hier ein Kennzeichen, nee, der hat ein Neumünsteraner Kennzeichen. Wenn der Neumünsteraner Kennzeichen hat, ist das eher nicht stummer. Gehe ich mal von aus. Also ich habe nie gehört, dass die in Neumünster sitzen. Da habe ich noch nie von gehört. Fischbrötchen hier. Sehr gut. Ja, und alle, die noch dazugekommen sind, auch nochmal ein Hallo aus Neumünster vom Großflecken. Sag ich noch was. Ja, genau. Wir sind auch durchgegangen, wenn hier gerade nicht so viel los war. Jetzt zum Finale. So, gar kein Bäckerspiel hier. Ist ja ungewöhnlich. Ist ja mittlerweile beim Scheinwischer zum Standard geworden. Also mir persönlich gefällt es nicht. Der ganze Plastikmüll muss ja echt nicht sein, aber nun gut. Für den Spaß ist es natürlich super, ganz klar. Hier schön Eis mit diesen schönen alten historischen Eismaschinen hier. Also zumindest die einen da, die auf der linksseitig gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Oder hier noch richtig Glühlampen an der Preistafel, das ist ja auch schön. Das ist ja nicht schlecht. Eis gibt es hier, genau. Leider nicht zu mitnehmen. Das ist ein bisschen problematisch. Oh,
Also das ist keine Zeitlupe, der fährt jetzt gerade wirklich so. Das ist live. Der Barbershop. Ob man hier die Haare gemacht kriegt, ich bezweifle das. Gas hier. Ah, sind wir zu schnell, wa? Singen können die Beine da auch drüber, klasse. Ich sage danke fürs Zuschauen und dann mal bis zum nächsten Mal, wieder beim nächsten Live-Rundgang. Und der nächste Live-Rundgang, den es auf jeden Fall gibt, richtig schön, den wird es geben in ein oder zwei Wochen. Ich muss da mal gucken. Auf jeden Fall vom Hamburger Dom, da gehen wir ganz in Ruhe rum. In diesem Sinne, bleibt dran, schaut doch nochmal auf den YouTube-Channel, was da so los ist. Wie gesagt, da tut sich auch ein bisschen was. Ich habe hier gerade, bevor ich den Stream gemacht habe, noch so ein Fazit und Ausblick aufgenommen. So ein kurzes Video, 3 Minuten, einfach mal zu sagen, was hier gerade so Stand der Dinge ist auf dem Kanal, beziehungsweise auf dem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Wir hören und sehen uns auf jeden Fall wieder. Neue Reise, neuer Start. Wir halten wieder Rüttel.